man mit Google Colab Jupyter Notebooks bearbeiten möchte, geht man einfach zu Google, gibt ein Google Colab Return und dann ist es eigentlich schon der erste Link, auf den klickt man einfach drauf und wird dann hier zur Startseite von diesen Jupyter Notebooks geführt. Hier gibt es ein Menü, hier oben gibt es ein paar zusätzliche Sachen, Beispiele oder sowas, alles nicht so interessant gerade. Man klickt einfach hier unten rechts auf New Notebook. Man kann auch sehen, hier kriegt man auch ein paar Infos, wenn man möchte. Dann dauert es kurz, bis das Jupyter Notebook lädt. Und dann ist es auch schon da und so sieht also ein Jupyter Notebook aus. Hier oben ein Titel, kann man irgendwas reingeben. Mein Notebook, erstes Notebook und diese Endung IPy, das ist Jupyter Notebook, die Jupyter Notebook Endung hier. Und jetzt hat man hier so einzelne Zellen und in diesen Zellen kann man das Code ausführen. Also zum Beispiel gebe ich ein 3 plus 4 und dann kann ich auf Mac entweder Command Return machen, Windows weiß ich gerade nicht, oder hier vorne auf diesen Play-Button und dann dauert es kurz. Bei der ersten Zelle dauert es meistens etwas länger, insgesamt dauert es ein bisschen länger als bei den anderen Jupyter Notebooks, aber es ist in der Regel nicht so ein großes Problem. Und dann kriege ich hier das Ergebnis, die 7 und damit hast du im Grunde ein erstes Python-Programm geschrieben. Das ist natürlich wunderbar. Und dann taucht hier unten was auf, da steht Code und Text, das gleiche wie hier links oben. Ich da draufklicke, macht hier so eine neue Zelle auf. Und dann kann ich einen weiteren Code schreiben. 5 minus 8 minus 8 zum Beispiel, führe sie da aus und bekomme hier entsprechendes Ergebnis raus. Jetzt eine schicke Sache bei diesen Jupyter Notebooks ist, ich mache die mal gerade weg, ich kann es auch Text einfügen. Also ich schreibe mal Text hin, dann schreibe ich mal hin über Überschrift. Und dann sieht man hier rechts, wie das aussehen wird. Und das kommt daher, weil ich kann das Ganze auch natürlich formatieren. Ich kann das hier zum Beispiel dick machen. Jetzt hat es diese zwei Sterne auf den beiden Seiten. Ich mache es mal wieder weg. Oder ich kann das hier auf TT gehen, dann würde es hier eine größere Überschrift, so eine First-Level-Überschrift. Und man sieht hier vorne immer diese Zeichen. Und das ist Markdown. Wer Markdown kennt, dem wird es vertraut sein. Wenn nicht, ist nicht besonders wichtig. Man hat ja dafür die Buttons hier oben. Ansonsten, wenn man hier noch so ein Hashtag einfügt, dann geht es ein Level runter, die Überschrift und so weiter. Ich mache jetzt mal so eine First-Level-Überschrift und mache dann den Code drunter und schreibe jetzt hier hin 3 plus 4. Und jetzt sagt, kommt natürlich wieder raus, die Überschrift sagt vielleicht nicht viel, vielleicht will ich hier lieber haben, mein erstes Python-Programm und so ist schon besser. Und vielleicht will ich dann noch einen zweiten Text haben, in dem schreibe ich rein eine einfache Verrechnung. So, und dann sieht das Ganze schon sehr schick aus und ist sehr praktisch, da ich jetzt hier eine Erklärung habe, auch zu dem Code. Jetzt gibt es noch eine weitere Sache, hier links das Symbol, dieser Ordner. Klicke ich mal drauf und jetzt kann ich hier oben drauf klicken und dann verbindet sich das mit meiner Google Drive. Und das dauert jetzt kurz, sieht man hier links unten, ein paar Sekunden und dann taucht hier oben meine Drive auf. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, was ich nicht mache, damit es hier aus Datenschutzgründen, weil da ein paar Namen dabei stehen, auch ich hier draufklicke, sehe ich jetzt hier die gesamte Struktur von meinem Drive, kann dort das Programm hinspeichern, ich kann auch kollaborativ arbeiten, indem ich einen Ordner teile mit jemandem und so weiter. Das ist also sehr praktisch. Und so funktioniert Jupyter Notebooks mit Google Colab.